Andrea Berg ist einer der größten Schlagerstars im deutschsprachigen Raum. Dabei überzeugt sie nicht nur stimmlich, auch mit ihren Outfits polarisiert sie. Die roten Haare sind ihr Markenzeichen, doch ihre Looks lassen sie auf der Bühne erst so richtig strahlen. Wann immer Andrea Berg das Mikro in die Hand nimmt, spielen ihre Fans verrückt. Transparent, kurz oder aus Leder, ihre spektakulären Outfits sorgen für Aufsehen. Am farbenfrohsten wird es bei dem Auftakt ihrer Arena-Tour in Erfurt im November 2022. Ein Kleid aus einer Regenbogenflagge hergestellt, entpuppt sich als echter Hingucker. Im Sommer 2022 wird in Giovanni Zarellas TV-Show Andreas 30-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Natürlich muss auch ihr Look passend zu diesem besonderen Anlass sein. Und so entscheidet sich die 57-Jährige für ein Hauch von nichts, genauer gesagt für ein neongelbes Cutout-Kleid. Bei diesem Outfit geht selbst Nino De Angelo vor der Schlagerkönigin auf die Knie. Lack und Leder, kurz und eng. So bleibt Andrea bei der ZDF-Show Willkommen bei Carmen Nebel 2017 im Gedächtnis. Ein türkisenes Mini-Lederkleid und gleichfarbige Overknee-Stiefel machen den Auftritt der Schlagersängerin unvergesslich. Sie kann aber auch elegant und schlicht, wie sie bei ihrer Performance mit Schwiegertochter Vanessa Mai bei der Ein Herz für Kinder-Gala Mitte Dezember 2022 unter Beweis stellt. Doch auch hier darf ein bisschen Würze nicht fehlen, denn Andrea entscheidet sich für einen weißen, schulterfreien Hosenanzug. Die Königin der Schlagerwelt kann einfach alles tragen.